Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir den Dryadenhain abgeschlossen, haben diesmal das Banksiegel auch eingesackt, haben ein paar neue Quests gekriegt. Und da dann das hier wieder mit den Samen. Also ja, der Irrfit. Der Irrfit ist eine Kreatur der alten Welt aus den schönen Zeiten Xus. Der Kaiser hat ihn aus dem Dryadenhain geraubt und die Dryade bittet euch, ihn zu retten. Fragt Serbio im Zirkusviertel in Epyria nach dem Irrfit. Ja, Serbio, der Herr des Zirkus, stellt den Irrfit zur Schau. Die Dryade hat euch gebeten, ihn zu befreien. Befreit den Irrfit und folgt ihm in den Dryadenheim. Der Irrfit wird in den Dryadenheim zurückkehren, sobald ihr ihn befreit habt. Ihr findet ihn dann in der Nähe der Dryade. Die heiligen Stätten. Hinzu gibt es noch letzte Quellen der Lebenskraft. Heilige Stätten, an denen noch Lebensalben wachsen. Doch nun sterben sie und werden durch Kreaturen der Unterwelt verseucht. Ja, erreicht die heilige Stätte in der Onyxbucht, in der Roten Wüste, in Katai und in der Wachfest im Dunkelmeergebirge. In der Onyxbucht wuchs einst eine Lebensalbe an einer heiligen Stätte der Lebenskraft. Diese Stätte ist nun verdorben, die Lebensalbe tot. Pflanzt mit dem Samen der Dryade einen neuen Lebensbaum an dieser Stelle und reicht damit die heilige Stätte. Ja, und das steht bei allen Vieren, also lese ich das nicht viermal vor. So, wir hätten schon das Froschleder für Barbadas. Ja. Stufe 36, das nächste Gladiatorentraining. Wir haben ein Level abgekriegt. Das werden wir auch gleich mal nutzen. Oh, 84, das heißt, in zwei Leveln, wenn wir das nächste Mal steigern, können wir das auch gleich tun. Gut. Habe ich jetzt eine Klingenwaffe, die ich tragen kann? Eine neue? Nein. Schade. Drachenschuppenpanzer bringt mir nichts. Ich hätte Schilder als erstes nehmen sollen. Dann könnte ich jetzt den Sturmbrecher tragen. Ja. Nächstes Level ab. Gut. Wir wollen jetzt erstmal auf dem Basar Tant verkaufen. Das heißt, eine von den Klauen hier, die beiden Saphire, Zauber. Und ein bisschen Ausrüstungszeug. Zum Beispiel hier den Ring der Naretei. Oder Kappe der Unwissenheit. Wird nicht viel wert sein, aber das wir es nicht mehr im Inventar haben. Empyria. Bazaar. Ja, ich will reisen. Ich weiß, dass ich Monumente habe. Aber die brauche ich jetzt nicht mehr gerade. So, hier hat sich nicht großartig viel verändert. Mal gucken, ob uns Nadine ihn dann nochmal belästigt. Ich hoffe doch mal. So, Lebenszauber wollen wir gerade noch nicht verkaufen. Du bist der Elementar, aber Elementarmagie haben wir keine. An dich können wir zwei Saphire und eine von denen verkaufen. So, Metallmagie. Ach, weiße Magie, Segnung, das könnten wir verkaufen natürlich. Aber erstmal die Metallmagie verkaufen. Kaufst du Schwarzmagie oder verkaufst. Ah, du kaufst anderes Zeug. Oh, aber dich könnten wir
Dumm, die dumm. Erst einmal das Ding verkaufen für 52 Kupfer und das Ding für 52 Kupfer. Da sind wir das schon mal los. Dann was hätten wir doch so? Ringe behalte ich erst einmal. Eine Obsidianmaske des Erzmagiers kann weg. Gildenhelm kann weg. Ganz ehrlich, der Eisler-Tape kann auch weg. Der ist nicht so gut. Zeremonienkappe können wir nicht tragen zurzeit. Eins von denen kann weg. Die drei können weg. Die finde ich nicht so gut. Davon kann eins weg. Ne, das ist ein anderer Shit. Da behalte ich sie mal. Eine geschmeidige Fechtrüstung kann weg. Chaos-Sachs kann auch eine mal weg. So, Knüppelzeug kann auch weg. Ein Speer kann weg. Bei den Dolchen können zwei weg. Die Knüppel können weg. Das Urholz können zwei weg. Den können auch zwei weg. So. Dann haben wir wenigstens etwas weniger Zeug mit uns rumzuschleppen. Ja, da ist Nandini wieder. Hat sie denn auch was für uns dann? So, Todesmagie verkaufen. Ihr seid es wieder, seid gegrüßt. Ne, bringt doch gerade nichts, wenn ich mit jemandem rede. So, die an dich verkaufen, gut. So, okay. Jetzt haben wir ein bisschen was verkauft. Jetzt können wir im Zirkusviertel mal nachfragen. Oh, stimmt. Das Seenfest da oben haben wir gar nicht aktiviert. Ah, hereinspaziert, guter Freund. Lass den Irrfurt frei. Das ist ja unerhört. Wie kommt ihr dazu, in meinem eigenen Zirkus Bedingungen zu stellen? Dieses Wesen ist ein Geschenk der Natur, eine Kreatur der alten Welt. Sie sollte frei sein und nicht eingesperrt, um von Schaulustigen angegafft zu werden. Nichts da. Diese Kreatur war ein Geschenk des Kaisers. Außerdem ist sie eine der wenigen Besonderheiten, die wir noch haben. Dieses Wesen muss frei sein. Sucht euch eine andere Kuriosität, mit der ihr angeben könnt. Wenn ihr mir eine solche bringt, will ich es mir überlegen. Da wäre sogar etwas... Lasst hören. Es gibt Geschichten über eine wundersame mechanische Kreatur, die ganz ohne Leben und Magie funktioniert. Das wäre durchaus ein Ersatz für diesen Irrfit, der ohnehin nur jammert. Wo finde ich diese Kreatur? Ich denke, der Westteil der Stadt der Seelen wäre ein guter Ort zum Anfangen. Ich glaube, dieses Wesen ist eine Schöpfung der Fremden, die dort gewohnt haben. Ja, da finden wir es ja auch. Portal zum Palast. Holen wir uns noch den Seelenstein. Vielleicht können wir damit Nadidi auch reaktivieren irgendwie. Ja, unsere Nymphen haben wir doch. Ja, Portal betreten. So. Und jetzt in die
Unterstadt. Ja, und Dili läuft jetzt einmal quer durch die Stadt. Und hey, da ist Urias. Erstmal mit Flink reden. Wegen der Mütze. Das Ohr eures Vaters ist taub für uns Kartei geworden, Alia. Aber er braucht die freien Völker, so ein Dummkopf. Die Einflüsterungen seines Beraters machen ihn hochmütig, Prinzessin. Diese maskierte Schlange, die Ahnen mögen ihn verdammen. Es tut mir leid, Botschafter, dass ihr umsonst nach Empyria gekommen seid. Grüßt mir die Kinder des Windes. Ich werde meinem Volk eure Grüße bringen, Prinzessin. Sollte es mein Volk noch geben, wenn ich dort ankomme. Ah, der Runenkrieger. Vorsicht, es tut sich was. Alia, schnell, fort. Es ist der Hauptmann der Wache. Halt, Ruhe, McWinter. Wenn ich euch verhaften wollte, wäre ich kaum alleine hier. Und was bringt dich dann hierher, Bruder? Irgendjemand ist in den Palastgarten eingedrungen. General Irmir kocht vor Wut. Er glaubt da, deine Handschrift zu erkennen. Sie sammeln die Palastgarde. Du musst hier verschwinden. Schnell! Und ihr Runenkrieger tätet auch nicht schlecht daran zu verschwinden. Zeugen meinen, euch im Palast gesehen zu haben. Prinzessin, begleitet mich zu den Kartei. Und ihr ebenfalls, Runenkrieger. Mit eurer Hilfe können wir die Uru und mein Volk vor den Untoten schützen. Beeilt euch! Viel Glück! Ich komme mit euch, Botschafter. Runenkrieger, wie steht es mit euch? Okay, der ist noch nicht rot geworden. Palastwachen! Findet und tötet diesen Runenkrieger! Okay, sie sind doch schon rot geworden. Hey, er greift aber dieses Mal nicht meinen Seelenfels an. Und ja, Nandini steht jetzt wieder da rum. Das heißt, ich kriege keine Zerbitenträne von ihr. Müssen wir also bei Gelegenheit mal gucken, wie werden die Zerbitenträne von ihr kommen. So, erstmal Flink McWinter. Na hoppla, was wollt ihr denn wieder hier? Mich jetzt endgültig in den Ruin treiben oder mich noch ein bisschen an den Haaren umherschleifen? Ich könnte vielleicht euren Rat gebrauchen. Einen Rat? Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich muss mit einem Schutzgeldeintreiber fertig werden. Aha. Wisst ihr, Leute, die andere Leute mit Drohungen um ihr Geld erleichtern, sind meistens zu einfältig, um es ordentlich zu stehlen. Dummerweise sind sie meistens auch recht stark. Deshalb haben wir in Carmanon, meiner bescheidenen Heimat, einen ganz besonderen Trick, was solche Leute angeht. Was ihr braucht, ist eine Koboldmünze oder Fluchmünze. Dieses magische Geldstück verflucht denjenigen, der es mit Gier an sich nimmt. Also, so ziemlich jeden. Außer euch vielleicht. Der Fluch ist solcher Art beschaffen, dass jeder, solange er üble Gedanken hat, zu seinem Gegenteil verkehrt wird. Starke werden schwach, schnelle werden langsam, naja und so weiter. Und wo finde ich eine solche Münze? Kobolde sind selten. Aber wenn ihr mich fragt, dann sucht im Westteil der Stadt der Seelen. Ist zwar gruselig da, aber diese Fremden haben alle möglichen Wesen aus unserer Welt gesammelt. Vielleicht ist auch ein Kobold dabei. Bringt mir die Fluchmünze, wenn ihr eine gefunden habt. Dann werden wir für euren Geldeintreiber ein hübsches Geschenk daraus machen. Ja. Okay. Gut. Was war das mit der Fluchmünze? Ja. Sucht einen Kobold in der Stadt der Seen und nehmt ihn seine Fluchmünze ab. Im Westen der Stadt der Seen soll es einen Kobold geben, der noch eine Fluchmünze hat. Wenn ihr die Fluchmünze holt, kann Flink daraus einen verfluchten Geldbeutel für Borgo herstellen. Oh, und wir sind jetzt die Dietrich losgeworden.
Ja, im Schatten des Phönix. Reist nach Kartei und rettet die Uro vor den Armeen des Maskierten. Sie kennt einen Weg in den Dschungel. Die Dyade hat berichtet, dass die Uro eine Schamanin der Kartei altes Wissen hat, was euch helfen wird, was versteckt des Maskierten im schwarzen Dschungel zu finden. Der Maskierte will sie töten lassen. Reist nach Kartei und rettet ihr das Leben. Aufbruch nach Kartei. Ja, da müssen wir jetzt mit Alia reden. Werdet ihr uns nach Kartei begleiten? Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich mitnehmen könntet. Soweit ich weiß, lebt die Uro dort.